Es ist Donnerstag, 23 Uhr. Ihr kommt gerade zurück vom Kino oder von einem gemütlichen Afterwork-Drink. Alles, was ihr wollt, ist in die Wohnung, weil morgen ist wieder der Tag vorbei und ihr müsst arbeiten gehen. Deswegen schnell nach Hause. Was ist aber, wenn der hier und das hier nicht mehr miteinander können? Und ihr vor der verschlossenen Tür steht und ihr nicht mehr aufsperren könnt. Mabache TV. So ging's mir vorige Woche. Mein Mitbewohner und ich waren im Kino, sind dann nach Hause. Es war kurz nach 11. Wir wollten rein in die Wohnung. Und der Schlüssel ließ sich einmal drehen zum Aufsperren, aber das zweite Mal nicht. Also, was haben wir gemacht? 20 Minuten lang wie wild versucht, aufzusperren. Irgendwann resigniert man und sagt, okay, scheiße, wir brauchen einen Schlüsseldienst. Was macht man dann? Wie wahrscheinlich viele. Man holt sein Telefon raus und man googelt Schlüsselnotdienst. So, und hier kommt der erste Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Niemals den ersten anklicken, der angezeigt wird. Denn das muss nicht sein, dass der Beste ist, muss aber auch nicht sein, dass er der Schlechteste ist. In meinem Fall hatte ich Pech. Aber seht selbst, was ist passiert? Ich habe dort angerufen, nach gut einer halben Stunde, so wie am Telefon vereinbart, sind zwei Mann angetreten und haben versucht, die Tür zu öffnen. Das Material, das ihr hier seht, habe ich mit meinem Handy gefilmt. Also ist die Qualität nicht unbedingt die beste. Aber ihr bekommt einen Eindruck, was gewesen ist. Also, um zu erklären, ich stehe sozusagen im Halbfreien. Es ist Mitternacht und es ist saukalt. Die beiden Herren vom Schlüsseldienst, die waren von Not 24, ich würde sagen Finger weg, aber muss jeder für sich entscheiden. Die haben eine Stunde lang versucht, den Zylinder rauszuholen. Nachdem sie das geschafft haben, ihre Vermutung war, dass die Falle kaputt war. Nachdem der Zylinder heraus war, hätte die Tür aufgehen müssen, tat sie aber nicht. Es war auch nicht die Falle kaputt. Jedenfalls hat nach einer Stunde der Herr vom Schlüsseldienst schon gemeint, wenn wir das nicht schaffen, könnte es sein, dass man die Feuerwehr rufen muss. Sie haben dann eine weitere Stunde lang versucht, mit einem papierähnlichen Plastik die Tür aufzuquacken, so wie mit der Kreditkarte, und haben daran gerüttelt und geschüttelt, hat sich nichts getan. Mir und mein Mitbewohner war schon scheißkalt, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir rufen jetzt die Feuerwehr an. Die Feuerwehr kam dann. Der Schlüsseldienst ging und dann waren zwei große Feuerwehrautos mit 10, 15 Mann. Die haben dann versucht, die Tür aufzumachen. Ich muss sagen, die Feuerwehr hat alles sehr super gemacht, waren total nett, waren super laut. Aber es geht nicht anders, wenn man mit Stemmeisen arbeitet. Die haben ungefähr eine halbe Stunde noch gewerkt und dann waren wir endlich in der Wohnung drin. Die Polizei ist natürlich auch gekommen, die Nachbarn sind ziemlich ungehalten worden. Also war ein perfekter Abend sozusagen. So, und jetzt abschließend meine Tipps, die ich euch mitgeben möchte für den Fall, dass ihr irgendwo mal in der Nacht vor einer verschlossenen Tür steht und Hilfe braucht. Erstens, niemals den Ersten im Google-Ranking anrufen. Niemals. Zweitens, klingt komisch, ist aber so, ruft die Polizei an. Die Polizei gibt euch dann einen Namen und eine Nummer von einem vertrauenswürdigen Schlosser. Die arbeiten mit Schlossern zusammen, die ehrlich sind und die euch wissen, was sie tun. Und die dritte Möglichkeit ist, googelt nach der Innung der Schlosser. Bei der Innung, die haben auch einen 24-Stunden-Service und da könnt ihr anrufen. Und die vermitteln euch auch seriöse Schlosser, die euch dann helfen können. Das war der erste Teil
meines Schlossdramas. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran, abonniert meinen Kanal. Ich halte euch nämlich am Laufenden, wie das mit der Tür weitergeht. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen und nicht vergessen, Montag gibt's wieder einen Montagswitz. Also, genießt die Sonne jetzt auch nicht weiß. Tschau.